Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal um Patch 11.0.7 und alles über die Insel der Sirenen. Das ist das neue Gebiet, was zum neuen Patch dazukommt. Falls ihr vorhattet, vielleicht zu dem Patch wieder einzusteigen, implementiert Blizzard aktuell wieder eine Möglichkeit, euer Gear nachzuziehen, eure Twinks nachzuziehen. Darüber reden wir in dem heutigen Video. Falls ihr in der Zukunft keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich super freuen, wenn wir diesen Monat noch die 500 Abos knacken würden. Das wäre ein Meilenstein für mich. Ja, jetzt starten wir direkt rein mit dem Video. Und zwar wurde wieder kräftig gedatamined zu Patch 11.0.7. Diesmal geht es um die flammengesegneten Eisen. Das ist die neue Währung, die es dann gibt. Und dort könnt ihr quasi Veteranengear erwirtschaften bzw. bekommen von dem guten Herrn hier. Und es ist wohl möglich, für diese flammengesegneten Eisen Einhandwaffe, Zweihandwaffe, Halsrücken, Handgelenke, Ring, Taille, Kopf, Brust, Beine, Handgelenke, Füße und Schmuck zu bekommen. Also quasi einmal completo, tutto completo. Die Kosten betragen jeweils zwischen 105 und 350 von diesen Eisen. Frage ist jetzt natürlich am Ende, wie viel Aufwand muss man betreiben, um diese Eisen zu erwirtschaften oder um die zu bekommen. Das ist noch ganz klar offen. Werden wir dann im neuen Patch sehen. Aber ist wieder eine coole Mechanik von Blizzard, dass einmal für Wiedereinsteiger, für Neueinsteiger und wenn man seine Twinks nachziehen möchte, weil diese Veteranen hier kann man dann natürlich in Zukunft weiter aufwerten. Und dann kann man so nachrücken. Aber es ist tatsächlich immer noch der beste Way, Delves zu laufen. 8er Delves, 603er Gearscore, Abfahrt. Ist immer noch die beste Möglichkeit, aber finde ich gut. 584, aufwerten, hast einen guten Grundstock. Kann man mitarbeiten, finde ich gut. Was haltet ihr von der neuen Catch-Up-Mechanik? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich super darüber freuen, sowas zu lesen. Und ja, das war es auch wieder mit dem kurzen Video. Ich werde euch in Zukunft mit weiteren News natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn ihr Bock habt, schaut auch gerne mal auf Twitch, twitch.tv/alphaprops vorbei. Da bin ich regelmäßig live, soweit es die Arbeit zulässt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Kuss! Also